Ja, dann starten wir rein. Ich stelle mich einmal vor. Perfekt, jetzt läuft die Aufnahme, Tim. Ja. Und ich würd kurz von meiner Seite aus ein, zwei einleitende Worte noch Ach sagen so, und dann sorry. gerne euch das Wort auch zur Vorstellung überlassen. Ich darf euch alle begrüßen zum Webinar heute. Und zwar schon spannend, wie viel das Webinar ist das heute, Tim? Was ist deine Einschätzung? Oh, Also, 60, wir sprechen vom 70? Montagswebinar. Achso, Montagsseminar, boah, ich weiß es gerade gar nicht. Ist jemand im Chat, der vielleicht sagt, oder als Zuschauer, der genau weiß, wo wir uns heute befinden? 12 12, ist der ne? erste Tipp. 12 ist der erste Tipp, ist knapp daneben. Wir sind heute bei der Nummer 17 und insgesamt bei der Nummer 62, wenn wir noch die zweite Webinarreihe mittwochs mit dazu zählen. Also wir haben schon ein paar Webinare auf der Schulter und da haben wir heute ein Thema mitgebracht zum ja, schön diskutieren, und zwar Omega-3-Fettsäuren. Und ich darf da auch alle wieder begrüßen, die sich mit eingeloggt haben, die vielleicht heute auch zum allerersten Mal mit dabei sind. Und für alle, die auch zum ersten Mal mit dabei sind und irgendwelche technische Schwierigkeiten haben mit dem Thema Safari, dann sehr, sehr gerne auf einen alternativen Browser wie Chrome oder Firefox ausweichen, da diese immer so ein bisschen in Anführungsstrichen stabiler wirken. Ich darf mich kurz vorstellen an der Stelle. Mein Name ist Michael. Ich bin seit 2013 bei Primetime Fitness und leite die Marketingabteilung sowie bin Ansprechpartner für unsere Franchise-Nehmer. Und ja, habe die tolle Aufgabe, beide Webinare, einmal montags alles rund um die Ernährung, mittwochs alles rund ums Training an sich, technisch zu moderieren. Und wann immer ihr Fragen habt und von eurer Seite aus sagt, hey, das will ich jetzt mal wissen, interagiert mit mir im Chat. Ich werde das an den Tim und den Thomas übergeben und darf an der Stelle auch mal die beiden Experten vorstellen, Tim und den Thomas Kani. Und wäre toll, Tim, wenn ihr ein, zwei Worte noch du, Thomas, zu dir sagst, sodass die Zuhörer euch kurz auch mal kennenlernen und wissen, wer ihr seid. Vielleicht fangen wir aber direkt bei dir an, Tim. Ja, genau. Ich habe einen Namensvetter heute mit dabei. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, das erste Mal. Und ja, mein Name ist Tim Suchland. Ich bin jetzt seit 2015 bei Primetime Fitness und bin Trainingschef von Primetime Fitness. Und ja, gebe halt natürlich auch noch weiterhin Personal Trainings, das, was ich früher halt tagtäglich gemacht habe. Und beschäftige mich natürlich auch in diesem auf diesem Weg viel mit der Ernährung, viel mit Trainingsmöglichkeiten und Sport an sich, aber halt auch privat sehr viel. Ich habe an der DHFBG studiert, meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Und heute stelle ich mich mal euren Fragen, wie immer, und bin gespannt auf unsere Diskussion. Ich danke dir, Tim. Und für alle, die jetzt kurz gehört haben, DHFBG, ich schreibe gleich nochmal in den Chat, was sich dahinter verbirgt. Oder der Thomas, sind wir ja an der Quelle, der sagt nochmal Näheres bei seiner Vorstellung zum Thema DHFBG. Ja, genau. Mein Name ist Thomas Kahne. Ich bin Dozent an der DHFPG, also an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Leite gleichzeitig auch den Studienstützpunkt in Frankfurt, in Eschborn, und unterrichte seit ja, 15 Jahren an der Hochschule und seit 31 Jahren bei der BSA Akademie. Das ist ein Schwesterunternehmen in den Bereichen Trainingslehre, medizinische Grundlagen, Sportrehabilitation, Kardiotraining und Ernährung. Ich selbst habe auch Ernährungsberatung studiert, unter anderem einer meiner Studiengänge, und setze mich sehr mit diesem Thema auseinander und freue mich immer hier zu sein. Sehr gut, Thomas. Und damit ihr auch wisst, was euch heute erwartet, habe ich euch eine kleine Agenda vorbereitet. Es geht, wie gesagt, heute um das Thema Omega-3-Fettsäuren. Bei wem jetzt das ganze Fenster im Sichtfeld ist, ihr habt da auf dem ganz rechten Modul, das heißt Doc, so ein Pfeil. Wenn ihr den klickt, dann rutscht das Ganze rechts über die Teilnehmer bzw. über den Chat. Das ist ein bisschen angenehmer. Grob behandeln wir heute die Fragen, wo sind die meisten Omega-3-Fettsäuren enthalten? Welche Omega-3-Fettsäuren sind denn überhaupt gut? Wie viel und warum Omega-3-Fettsäuren gesund sind oder ob diese in gewissen Mengen auch schädlich sein können. Das Ganze findet so statt, dass der Tim und der Thomas interaktiv ja,
inhaltlich die Themen behandeln. Wir brauchen heute ein bisschen länger als so die anvisierten 15 Minuten. Ich würde sagen so 20 bis 25 und haben danach dann aber jede Menge Zeit, eure Fragen noch zu beantworten, die ihr spezifisch habt zu diesem Thema. Da gibt es zwei Wege. Nummer eins habe ich schon gesagt, nutzt den Chat. Nummer zwei, und das empfehle ich immer bei allen, die ein bisschen speziellere Fragen haben, nutzt unten, wo das Smiley ist, beim Chatfenster, den Status melden. Und das signalisiert mir als Moderator, hey, da ist, nehmen wir jetzt mal der Sören, der sagt, hey, ich habe jetzt Bock, meine Frage live zu stellen. Keine Sorge, nur mit Ton, nicht mit Bild. Also keine Lockdown-Schwierigkeiten, obwohl wir ja heute wieder beim Friseur sein dürfen. Also vielleicht ändert sich die ein oder andere Einstellung, um sich zu zeigen. Nee, Spaß beiseite, ist nur per Ton und könnt eure Frage dann interaktiv, direkt und live stellen. So wird das Ganze heute ablaufen und wenn ich richtig informiert bin, Tim, dann startest du rein und der Thomas hat dann im Anschluss noch ein paar Folien für euch vorbereitet. Genau, so sieht's aus. Ich starte rein das Thema und halte mich aber etwas kürzer, weil der Thomas wirklich eine tolle Präsentation noch in petto hat, wo wir dann noch mehr ins Detail gehen. Aber gut, wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben ja schon mal das Thema Fette in einem Webinar als Thema gehabt und ist natürlich sehr, sehr interessantes Thema und sehr umfangreich und deswegen haben wir auch nochmal die Omega-3-Fettsäuren sozusagen extra rausgenommen, weil man über die halt auch nochmal mehr und intensiver reden kann und auch sollte, weil es insgesamt erstmal gute Fette sind, über die wir da sprechen. Und also Omega-3-Fettsäuren an sich sind im Gegensatz zu gesättigten Fettsäuren essentiell und bedeutet, sie müssen halt über unsere Nahrung aufgenommen werden. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Deswegen ist darüber zu sprechen auch so wichtig, denn eine gute Ernährung ist sozusagen dann dafür, für die richtige Aufnahme die Basis. Omega-3-Fettsäuren bestehen aus verschiedenen Fettsäuren. Und allgemein kann man aber sagen, dass Omega-3-Fettsäuren unterschiedliche positive Wirkungen haben. Und diese Wirkungen sind auch durch Studien durchaus belegt. Zum Beispiel sind tragen Omega-3-Fettsäuren zu einer normalen Herzfunktion bei, können sich sogar positiv darauf auswirken. Sie tragen auch zu einer guten Sehkraft bei. Das im menschlichen Auge sind große Anteile von Omega-3-Fettsäuren enthalten, genauso wie im Gehirn. Im Gehirn sind ebenfalls Omega-3-Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren enthalten und auch da tragen sie zu einer guten Funktionsweise des Gehirns bei. Und auch, was auch wichtig ist, bei schwangeren Frauen tragen sie zur Entwicklung des Kindes bei, haben dort positive Auswirkungen auf das allgemeine Wachstum und aber halt auch gerade auf die Bereiche, die ich gerade eben schon angesprochen habe, also die Augen und das Gehirn. Und genau, von daher sind sie sehr, sehr wichtig. Das Problem ist bei den Omega-3-Fettsäuren, niemand weiß so richtig, wie viel nehme ich davon am Tag so zu mir, wie viel sollte ich nehmen, was ist dieses Omega-3-Omega-6-Fettsäuren-Verhältnis, von dem immer viel gesprochen wird. Und vor allen Dingen, warum ist es anscheinend heutzutage schwieriger als vielleicht noch früher meine ich mit vor der Industrialisierung, warum ist es da jetzt schwerer, Omega-3-Fettsäuren ausreichendem Maß zuzuführen? Da werden wir jetzt auch gleich noch näher drauf eingehen, aber als Stichworte sage ich euch schon mal Qualität der Ernährung, Fast Food, Massentierhaltung, alles Punkte, die da mit reinspielen und die heutzutage, kann man sagen, quasi die Probleme bilden, die die Bevölkerung hat, sich genügend und ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Und ich denke, da gehen wir jetzt einfach mal ins Detail und ich übergebe an den Thomas. Hallo, dann würde ich sagen, dann legen wir gleich mit der PowerPoint los. Ich bin nicht so interessant anzuschauen. Die PowerPoint ist wesentlich interessanter, deswegen starten wir auch schon mal. Also wir gehen mal in die Altsteinzeit zurück. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mal schaut, wir haben hier so einen Jahreszahlenstrahl von 2,5 Millionen Jahren her, ne, bis 10.000 vor Christus.
Da waren wir überwiegend Jäger und Sammler gewesen und dementsprechend war die Ernährung auch so. Dann haben wir ungefähr vor 10.000 Jahren hatten wir dann das erste große Update. Das heißt, wir sind sesshaft geworden, haben angefangen mit Ackerbau und Viehzucht und somit auch unser Ernährungsverhalten verändert. Das sehen wir auch gleich. Ja, und dann kam dann so ab 1900 ging es dann los mit der Industrie und mit der Industrialisierung der Nahrung. Das heißt also, man hat Nahrung versucht, günstig herzustellen, in großen Mengen herzustellen. Und so hat sich dann dementsprechend das dann alles verändert. Wir sehen auf der nächsten Chart, sehen wir ein paar Punkte, einmal Vitamin C, das Gesamtfett, Vitamin E, gesättigte Fettsäuren, dann Omega-6-Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren und sogenannte Transfette. Dazu würde ich kurz noch was sagen. Man sieht also so, bis zum 18. Jahrhundert hat sich da kaum was verändert. Dann mit der Zeit wurde immer mehr Getreide gegessen. Dann ist in dem Moment ist der Omega-6-Fettsäurenanteil höher gegangen, weil in Getreide viel Omega-6-Fettsäuren drin sind. Es wurden Getreideöle verwendet. Nehmen wir einfach mal ein Sonnenblumenöl, das auch einen hohen Omega-6-Fettsäurenanteil hat. Und dann ging die Schere so ein bisschen auseinander. Das heißt also, Omega-3-fettsäurereiche Lebensmittel, die wir früher gegessen haben, werden heute nicht mehr so viel gegessen. Das heißt, die Omega-3-Fettsäure ist nach unten gegangen und die Omega-6-Fettsäure, die hat sich erhöht. Wir reden hier von essentiellen Fettsäuren. Das heißt also, unser Körper kann die nicht selbst herstellen. Die müssen mit der Nahrung zugeführt werden. In der nächsten Chart sehen wir jetzt, wie dieses Ungleichgewicht da entstanden ist. Das heißt also, der Jäger und Sammler früher hatte ein Verhältnis Omega-6, Omega-3-Fettsäuren von 1 zu 1. Heute liegen wir in Deutschland bei einem Verhältnis von 12 zu 1 bis 15 zu 1. Amerika liegen bei 20 zu 1. Das heißt also, einen sehr hohen Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und das Problem ist ganz einfach, aus diesen Omega-Fettsäuren werden Gewebshormone gebaut und hergestellt. Und um diese Gewebshormone herzustellen, brauchen wir Enzyme. Das sind so kleine Katalysatoren, Stoffwechselbeschleuniger. Das sind die Arbeiter, nenne ich sie mal. Und diese Arbeiter, die sind jetzt nicht für Omega-3 oder Omega-6 spezifisch. Der eine hat eine Omega-3-Jacke an, der andere eine Omega-6-Jacke, sondern die nehmen einfach die Fettsäuren, die kommen und fangen dann an, aus diesen Fettsäuren diese Fettsäuren zu verlängern, mehr Doppelbindungen dran zu machen und dann, wie gesagt, solche Gewebshormone herzustellen. Diese Gewebshormone, die sind ganz wichtig. Die wirken zum einen entzündungsfördernd, das machen vor allem die Omega-6-Fettsäuren und dann entzündungshemmend, das machen überwiegend die Omega-3-Fettsäuren. Es gibt auch einen Teil der Omega-6-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken, aber das ist nur ein geringer Anteil. Bei uns ist es eher so, dass der Anteil der entzündungsfördernden Gewebshormone einen sehr starken Überschuss hat und somit kann man sagen, durch ein Ungleichgewicht in der Ernährung von unterschiedlichen Fettsäuren konkurrieren diese Fettsäuren um diese Arbeiter und wenn ich viel Omega-6-Fettsäuren esse, dann habe ich natürlich auch dementsprechend viel Arbeiter, die sich mit den Omega-6-Fettsäuren auseinandersetzen. Hier sehen wir einmal, der Tim hat schon gesagt, es ist relativ schwierig, den genauen Omega-6 und Omega-3, das Verhältnis darzustellen. Der Homo sapiens, der hatte 1 zu 1. Das ist so der Ursprung von dem genetischen Muster. Dann die Menschen, die häufig in der westlichen Ernährung, also pflanzliche Öle, Fleisch gegenüber Fisch bevorzugen, vor allem Fleisch aus der Industriehaltung, auch Fisch aus der Industriehaltung sozusagen. Da ist der Omega-3-Fettsäurenanteil viel zu gering. Der Omega-6-Fettanteil wird immer höher. Wenn es darum geht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenzuwirken, dann sollte das Verhältnis unter 4 zu 1 sein. Da konnte man also wirklich Reduktion der Herz-Kreislauf-bedingten, Herzerkrankung-bedingten Todesfälle um 70% verringern. Also Studien dazu habe ich ohne Ende.
Dann Darm- und Brustkrebs sollte das Verhältnis 2,5 zu 1 sein. Damit kann ich also Krebsrisiko vermindern, entzündliche Erkrankungen. Wir reden hier von einer sogenannten stillen Entzündung. Das heißt, die kriegen wir gar nicht so mit. Wir haben kein Fieber, keine erhöhte Temperatur, keine Rötung, keine Schwellung, keine Unfunktionalität, sondern einfach eine latente chronische Entzündung. Wenn ich ein schlechtes Verhältnis habe, und das sollte dann 2 bis 3 zu 1 sein, und Autoimmunerkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Asthma oder wir hatten ja jetzt letzte Woche haben wir über Schilddrüsenunterfunktion gesprochen, da wurde ja Hashimoto wurde angesprochen, oder auch Morbus Basedow zum Beispiel, das wäre eine Überfunktion, das also auch mit sich positiv aus. Auf der nächsten Chart sehen wir, wo sind viele Omega-6-reiche Fettsäuren oder Omega-6-Fettsäuren in den Lebensmitteln enthalten. Das haben wir vor allem im Wurst- und Fleischbereich. Alles, was in der Industrie auf Masse hergestellt wird. Ne? Das heißt also, die Kühe, die beim Rindfleisch zum Beispiel oder beim Schweinefleisch, die bekommen ein sogenanntes Kraftfutter. Da ist ein relativ hoher Sojaanteil drin und Soja hat einen relativ hohen Omega-6-Fettsäurenanteil. Dann Milchprodukte aus dieser Massentierzucht ist klar, wenn ich das Tier die ganze Zeit mit Omega-6-Dominanz-Fettsäuren ernähre, dass dann auch die Produkte, die aus dem Tier kommen, in dem Moment Milch und was aus der Milch gewonnen wird, einen relativ hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren hat. Und dann auch noch beim Sonnenblumenöl oder Distelöl, Weizenkeimöl und solche Ölsorten, die gerne verwendet werden, auch da haben wir wieder sehr viel Omega-6-Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, die haben wir dann in Fisch, in Algen und in Leinöl. Und da unten drunter stehen dann jetzt so ein paar Buchstaben drunter. Das EPA ist die Eicosapentaensäure. Dann das DHA ist die Docosahexaensäure. Und das ALA, das heißt Alpha-Linolensäure, halt die englische Bezeichnung mit Acid am Schluss, so sehr gut an Omega-3-Fettsäuren, wobei wir hier auf das Leinöl nochmal speziell eingehen werden. Und zwar, wenn wir jetzt schauen, was ist tierisch, was ist pflanzlich, ist Omega-3-Fettsäure gleich Omega-3-Fettsäure? Dem ist leider nicht so. Wir wissen durch Untersuchungen, dass zum Beispiel Leinöl, also die Alpha-Linolensäure, dass sie im Punkto Herz-Kreislauf-Erkrankungen kaum eine Wirkung zeigt. Das hat damit zu tun, dass ein großer Anteil der Alpha-Linolensäure energetisch verstoffwechselt wird, das heißt also als Energielieferant herangezogen wird. Und was noch dazu kommt, die Umsetzungseffizienz von Leinöl, das jetzt zu Eicosapentaensäure oder Docosahexaensäure umzubauen oder weiter umzubauen, diese Umsetzungseffizienz, die liegt so 5 bis 10%, also ist sehr niedrig, wobei sie bei Männern sogar noch ein Ticken niedriger ist als bei Frauen. Das heißt also, wir können die gar nicht so gut umsetzen, und das, was umgesetzt wird, das sehen wir dann auch auf der nächsten Chart, wird hier oben grün in der Ecke, wird also hauptsächlich als Energielieferant, als Energiequelle genutzt. Wenn wir jetzt das DHA uns anschauen, die Docosahexaensäure, da sehen wir das D, da können wir uns schön merken, da gehört das Wort Denken dazu. Das heißt also, alles, was mit Gehirn und Nerven zu tun hat, ist hier das DHA besonders wichtig. Der Tim hat es ja schon gesagt, in unserem Gehirn sind ja viele Omega-3-Fettsäuren, vor allem das DHA ist dort ein großer Bestandteil. Und das EPA, die Eicosapentaensäure, da ist das E wie Entzündung, ne, und hat also bei Entzündungen eine große Funktion, ist wichtig beim Herz-Kreislauf-System, ist wichtig für die Stimmung, für die Psyche, also für viele Dinge, wir werden wir auch noch sehen. Was macht das jetzt überhaupt, damit man mal so ein klein bisschen Einblick darüber bekommt, wie das Ganze funktioniert? Unsere Zelle besteht ja aus einem Zellkern, das ist sozusagen das Gehirn der Zelle, und außenrum haben wir dann eine Membran, die besteht aus einer
doppelten Lipidschicht, das heißt also aus einer doppelten Fettschicht. Und in der einen Schicht, in der inneren Schicht, haben wir die Omega-3-Fettsäuren mit eingelagert. In der äußeren Schicht haben wir die Omega-6-Fettsäuren eingelagert. Die einen machen die Zellmembran in dem Moment elastisch und die Omega-6-Fettsäure, die macht die Zellmembran an sich starr. Und eine gesunde Zelle, die hat durch diese Zellmembran, die weich und durchlässig ist, hat sie einen sehr guten Nährstofftransport. Das heißt, die Nährstoffe kommen gut in die Zelle rein und die Abbauprodukte, die dann übrig sind, die können gut aus der Zelle raus. Und wenn die Zelle jetzt geschädigt ist, dann werden diese Nährstoffe nur noch teilweise aufgenommen und dann auch dementsprechend die Abbauprodukte sammeln sich dann immer mehr in der Zelle an, weil sie nicht mehr vollständig ausgeschieden werden. Die Transfette, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das sind also Fette, die industriell behandelt wurden. Das heißt, sie wurden gehärtet oder die wurden festgemacht, einfach um die Oxidation zu vermeiden. Die werden von der Körperzelle nicht erkannt als schädliche Fettsäure und werden dann in der Zellmembran mit eingebaut und somit wird der Zellstoffwechsel noch schlechter. Wir sehen jetzt hier diese stille Entzündung und wir haben jetzt hier verschiedene Bereiche, die wir uns jetzt anschauen. Wir beziehen uns jetzt nicht mal auf den Calciumphosphatspiegel, weil da spielt das auch mit eine Rolle, sondern wir sehen immer, wenn ein Gleichgewicht herrscht, dann können wir einer Entzündung sehr gut entgegenwirken. Und wenn ein Ungleichgewicht herrscht, hier sehen wir, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren zu gering vorhanden sind, dann geht diese Kurve langsam nach oben. Das heißt, es entsteht dann eine sogenannte stille Entzündung. Und eine stille Entzündung heißt, unser Immunsystem wird geschwächt, der Körper ist ständig mit der Entzündung beschäftigt. Und das hat natürlich dementsprechend viele Folgen. Wir sehen jetzt hier Omega-6 und Omega-3, beides ist wichtig, das Verhältnis muss stimmen und worin es da enthalten ist, das sehen wir einmal in Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Sesamöl, Getreide, Soja, da ist also vor allem Omega-6-Fettsäure enthalten und die Omega-3-Fettsäure ist in Leinöl, in geringen Mengen in Rapsöl, in Hanföl, in Walnussöl, in Chia-Samenöl und in Kaltwasserfischen enthalten. Wichtig ist, dass diese Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren, dass sie also Temperatur-, Licht- und Luftempfindlich sind. Das heißt, sie können also oxidieren und dann verlieren sie natürlich ihre Wirkung und können auch dementsprechend schädlich werden. Wir sehen jetzt nochmal eine schöne Übersicht. Fett ist nicht gleich Fett. Der Tim und ich, wir haben uns kurz davor noch unterhalten über ketogene Ernährung und früher bei Atkins-Diät, da war es ja so gewesen, da durfte man viel Fett essen, ganz wenig Kohlenhydrate oder auf Kohlenhydrate so gut es ging verzichten. Und da wurde aber nicht auf die Qualität der Fette geachtet. Heute in der modernen Atkins-Diät schaut man sich natürlich ganz genau an, welche Fette esse ich jetzt, ne? Was sind gesättigte Fettsäuren, einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und da seht ihr, wir essen mehr Omega-6-Fettsäuren und sollten eigentlich weniger Omega-6-Fettsäuren essen. Wir sollten vielleicht weniger gesättigte Fettsäuren essen, weil es viele Kalorien sind. Und wir sollten uns auf den Bereich Omega-9-Fettsäure, das wäre jetzt in dem Moment Olivenöl, ist so der Klassiker, wenn es um die Omega-9-Fettsäure geht. Und wie gesagt, mehr Omega-3-Fettsäuren zuführen. Ich habe hier mal so verschiedene Ölsorten aufgelistet, damit man mal so ein Verhältnis sieht von Omega-6 zu Omega-3. Und das seht ihr, beim Kernöl habe ich ein Verhältnis von 103 zu 1, beim Maiskeimöl 55 zu 1, beim Sonnenblumenöl 125 zu 1, Traubenkernöl 138 zu 1, Distelöl hat 154 zu 1. Und wenn ich jetzt Walnussöl, Rapsöl, Hanföl und Leinöl mir anschaue, dann sind diese ersten drei Ölsorten sind eigentlich ganz gut, weil sie ein Verhältnis haben von kleiner 5 zu 1. Und das Leinöl, das hat da eine positive Sonderstellung, weil es mehr Omega-3-Fettsäuren hat als Omega-6-Fettsäuren. Aber leider ist die Umsetzungseffizienz sehr schlecht. Und deswegen ist Leinöl nicht die optimale Wahl. Hier habe ich mal ein paar Studienergebnisse aufgelistet. Das sind ungefähr 20 Jahre Forschung
Und da hat man also festgestellt, dass Omega-3-Fettsäuren bei Brustkrebs, bei Prostatakrebs, bei Lungenkrebs sehr positiv sind, dass sie nach einem Krebsausbruch Begleiterscheinungen lindern, also diese Abgeschlagenheit, diese Müdigkeit, die man auch in der Krebstherapie, während einer Krebstherapie hat, die kann man dadurch verbessern. Dann hat es viele positive Wirkungen auf unser Immunsystem. Zur Darmgesundheit trägt es bei. Es hat positive Effekte bei kardiovaskulären Erkrankungen. Es kann den Blutdruck senken. Im rheumatischen Formenkreis, sprich rheumatische Erkrankungen, Multiple Sklerose, gibt es Untersuchungen, dass es sehr günstig ist. Dann, wie gesagt, bei der stillen Entzündung, bei Migräne, Demenz, Depressionen, ADHS, also bei diesem Hyperaktivitätssyndrom, ist es also sehr positiv. Dann kann es Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis, kann es also ändern. Man muss dann unterscheiden, das Öl oder Kapseln, da muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, speziell das Leinöl hat man untersucht. Da ist der Krebsschutz ist also da nicht vorhanden. Aber trotzdem heißt es nicht, dass Vegetarier jetzt oder Veganer keine Möglichkeit haben. Es gibt also mittlerweile sehr gute Algenöle, die eine viel bessere pflanzliche Alternative darstellen. Wir sehen jetzt hier mal, wenn es um die Qualität geht, ne, also dann sollte ich so 300 bis 400 Gramm Kabeljau oder Dorsch, also junger Kabeljau essen oder Lachs, Makrele, Hering. Ich weiß, es sind einige Frauen hier dabei. In den Kursen, wenn ich Ernährung unterrichte, frage ich immer so in die Runde, wer isst gerne Lachs, Makrele und Hering? Also Lachs, da geht die Hände hoch, Makrele, Hering, dann sind die Hände wieder unten. Das ist nicht so unbedingt das Frauengericht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich das Ganze mit Kapseln zuführe oder dass ich halt marines Omega-3-Öl zuführe. Was ist jetzt der Unterschied? Das werden wir uns gleich auch mal anschauen. Also nicht eingekapseltes Fischöl, das heißt also Fischöl aus der Flasche, ne, also richtiges Öl, hat viele Vorteile. Erstens einmal, die Omega-3-Fettsäure ist in ihrer natürlichen Form, das heißt, es wurde nicht konzentriert. Und auch hier gibt es Untersuchungen, dass wenn ich was hochdosiere, das ist ja immer so das, was wir machen, schneller, höher, weiter. Das heißt, wir nehmen dann diese Fettsäuren, schauen uns die EPA und DHA an und dann versuchen wir dieses EPA und DHA aus diesem Öl zu extrahieren, um es dann in einer größeren Menge zuzuführen. Dann stellt man aber fest, und das wissen wir mittlerweile, dass nicht nur die Omega-3-Fettsäuren alleine wichtig sind, sondern dass auch sogenannte Synergisten bei dem natürlichen Fischöl dabei sind, wie Vitamin E, wie andere Stoffe auch. Und die arbeiten in diesem Synergismus. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich esse ein Vitamin C, jetzt von mir aus der Zitrone und stelle das aber künstlich her, dann Synergisten, die mit dem Vitamin aufgenommen werden. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass es nicht erhitzt wird und da steht jetzt ein niedriger Totox-Wert. Für die, die das noch nicht gehört haben, der Totox-Wert ist ein Wert, der was über die Ranzigkeit des Öls aussagt. Das heißt also, es geht darum zu schauen, wie frisch ist das Öl, das verwendet wird. Und diese Ranzigkeit, die kann man natürlich messen und da gibt es der sogenannte Peroxidwert. Und dieser Peroxidwert, der wird nochmal multipliziert mit einem anderen Wert und das ergibt dann einen sogenannten Totox-Wert. Und dieser Wert ist dann letztendlich für die Qualität entscheidend. Das heißt, wir haben da wurden Untersuchungen gemacht. Es gibt Totox-Werte bis zu 26, sagt man, das ist für den Mensch, ist das okay? Und wenn die Werte darüber hinausgehen, dann ist es eher ungesund. Und wenn man dann mal schaut, das Öl, das verwendet wird, um Omega-3-Fettsäuren zu extrahieren, wenn es um Billigprodukte geht, das kommt zum Teil aus Peru, das kommt zum Teil also auch aus dieser Ecke raus und wird dann Venezuela und wird dort
eigentlich hergestellt, nicht für den menschlichen Gebrauch, sondern wird für ganz andere Dinge hergestellt, wird dann günstig eingekauft. Das kann mehrere Jahre alt sein, das Öl, bis es dann zu uns kommt. Und dann wird es in Europa, in Norwegen, egal wo, wird dieses Öl dann sozusagen, wird diese Fettsäuren aus diesem Öl extrahiert und dann dementsprechend dann als Konzentrat verkauft. Das ist nicht die optimale Wahl, weil wir mittlerweile wissen, dass da viele Begleitstoffe fehlen und zum Teil auch viele Stoffe zugenommen werden, die nicht gut sind. Man kann auch ganz einfach mal das Ganze untersuchen. Ihr nehmt einfach mal euer Produkt, das ihr zu Hause habt. Wenn das in einer Kapsel ist, dann beißt ihr einfach mal auf die Kapsel drauf. Und wenn die Kapsel einen ganz penetranten, intensiven Fischgeschmack hat, wie so ein schon schlechter Fisch, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Öl schon relativ alt ist und dann auch einen relativ hohen Produktwert hat. Wenn man die Fischöle in ihrer Reinform zunimmt jetzt hier, da sieht das Ganze so aus, dass das Fischöl, das hat, also ich habe in diesem Öl habe ich 35% Fischöl und zum Teil auch noch Olivenöl dabei. Dann ist natürlich ein bisschen Rosmarin darin, da ist Vitamin E drin. Da geht es ganz einfach darum, um das Ganze gegen diese Oxidation entgegenzuwirken, als Antioxidanz sozusagen das zu verbessern. Und da habe ich, da merkte natürlich dann zum Beispiel bei diesem Fischöl, das ist so, wie wenn ich ein Olivenöl-Esslöffel voll in den Mund nehme und dann merke ich irgendwann, das ist jetzt mit Zitrone versetzt, wie die meisten, dann spüre ich so ein bisschen Zitronengeschmack, ich kriege so einen ganz leichten Rosmaringeschmack und ganz am Schluss sagt man so einen ganz, ganz dezenten fischigen Abgang. Also der ist wirklich nur ganz dezent und deswegen ist das also echt eine gute Sache. Jetzt, der Tim hat es gesagt, ja, viele Leute wissen, wie viel Omega-3-Fettsäuren sie essen. Und deswegen wäre es mal interessant, das untersuchen zu lassen. Das heißt, man kann das mal untersuchen. Da gibt es einen sogenannten Omega-3-Test. Ich zeige euch mal, wie sowas ausschaut. Ich habe so einen Test hier liegen, weil ich mache das regelmäßig. Ist vollkommen wurscht, von welcher Firma das ist. Da sind so kleine Piekser dabei. Dann ist hier ein Teil dabei, wo ich Bluttropfen drauf machen muss. Das sieht man hier, da, in diese zwei Felder muss ein Bluttropfen rein. Dann schicke ich das Ganze ein. Da ist da hinten ein Strichcode drauf und über diesen Strichcode und über diese Nummer hier kann ich dann innerhalb von 14 Tagen, kann ich mir dann meine Werte anschauen lassen. Und da gibt es einmal den sogenannten Omega-3-Index. Omega-3-Index sagt ganz einfach aus, wie gut dein Omega-3-Spiegel im Körper ist. Die messen da auf den Erythrozyten oder in den Erythrozyten den Omega-3-Gehalt. Und das ist so wie der HLA-B1-Wert bei Diabetikern, um zu schauen, wie die letzten 80 Tage mit ihrer, die Verzuckerung der Erythrozyten, wo das gemessen wird, wie die da die letzten 80 Tage sich an ihre Ernährung gehalten haben. So kann man dann einen Indexwert der Omega-3-Fettsäure messen, der sollte idealerweise über 8 sein, also über 8%. Das heißt also 8% des Fettes in unserem Körper sozusagen wäre dann Omega-3. Und Omega-6 und Omega-3, das Verhältnis, da kann man dann schauen, wie ist das Verhältnis? Wir haben ja eben über die Verhältnisse schon mal gehört. Idealerweise wäre ja 1:1. Ich habe das untersuchen lassen, da war mein Verhältnis 4,8:1. Top ist natürlich, wenn man 3:1 hat. Wie gesagt, unter 5:1 sind wir schon richtig happy. Und als letztes dann, ich hab Gas gegeben, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber älter werden ist unvermeidbar, aber erwachsen werden ist optional. Das heißt also, wir haben es immer in der Hand, uns zu entscheiden,
was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Ne? Viele reden immer von den Genen. Ich habe keine gute Gene. Ja, die Gene, die sind nur ein kleiner Bereich. Das machen maximal 30% aus. 70% macht unser Leben aus, wie wir das Leben leben, wie wir uns ernähren, wie wir aktiv sind, wie wir Sport treiben, wie wir mit Stress umgehen und so weiter. Und ich denke, das ist jetzt mal so von mir ein Durchmarsch. Thomas, du warst sehr, sehr gut in der Zeit und ich bin mir sicher, wir werden die ein oder andere Folie vielleicht auch nochmal zur Untermauerung einblenden, weil einige Fragen, die ich jetzt hier beiseite schon mal so ein bisschen durchgesichtet habe, die beziehen sich zum Teil auch auf Folien oder auf Fragen aus den Folien. Ja. Ich würde aber einmal starten, Tim, mit dir, dass wir da mal einsteigen in die Beantwortung auch der Fragen, weil wirklich gute mit dabei sind. Die erste, die hier kommt, ist von der Angelika. Wie es sich verhält bei den Bioprodukten mit dem Thema Omega-6. Vielleicht kannst du ihr da mal das Feedback zugeben, was natürlich für alle interessant ist. Genau, also worauf es ja ankommt, das haben wir eben in der Präsentation auch gehört, ist immer die Haltungsweise der Tiere. Denn es kommt im Prinzip aufs Futter an. Das Futter ist so ziemlich das Allerwichtigste. Und wenn wir jetzt von der Massentierhaltung ausgehen, da haben wir das Problem, dass wir halt, wie gesagt, ganz viel Sojafutter da als Basis haben, um das Tier möglichst schnell, möglichst fett zu kriegen und möglichst schnell zum Wachsen zu kriegen. Und da wird keine Rücksicht genommen auf großartig Qualität oder Nachhaltigkeit, sondern man möchte schnell viel Masse haben zum Verkauf. Und das ist leider natürlich auch manchmal noch bei Bioprodukten so. Also Bio ist ja keine Absicherung, dass es jetzt irgendwie auf einer grünen Wiese gestanden hat und glücklich groß und langsam groß geworden ist. Allerdings natürlich schon wesentlich besser als Produkte halt aus der Massentierhaltung. Und wenn wir zum Beispiel ein Produkt essen wollen oder ein Stück Fleisch haben wollen oder auch einen Fisch, wo wir sagen, da ist das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis möglichst gut, also möglichst viel Omega-3 im Gegensatz zu den Omega-6-Fettsäuren, dann sollten wir bei Fischen auf Wildfang gehen. Die ernähren sich dann sehr natürlich und haben kein Mastfutter, sondern das ist halt Wildfang. Das ist so ziemlich das Beste, was man machen kann. Und bei Fleisch ist es natürlich auch, also die ganz natürliche Ernährung. Das heißt, wenn ein Rind auf einer Alm groß geworden ist oder auf irgendeiner Wiese und dort gefressen hat, dann ist es in der Regel auch, viel besser, das Verhältnis in den Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Auch bei, also wir haben ja gerade gesehen, Wurstwaren oder auch rotes Fleisch und diese Geschichten enthalten viel Omega-6-Fettsäuren, aber sie enthalten mehr Omega-3-Fettsäuren und weniger Omega-6-Fettsäuren. Umso besser die Qualität ist und umso weniger das Fleisch bearbeitet wurde. Das heißt, wenn du jetzt eine Bio-Salami dir kaufst, die aber auch durch die ganzen Verarbeitungsprozesse gegangen ist, dann werden Omega-3-Fettsäuren da auch verloren gegangen sein dabei. Und das heißt, am besten ist ein frisches Stück Fleisch und dann auch von der Qualität gut, das bedeutet recht natürlich groß geworden, das Tier. Tim, ganz herzlichen Dank für deine Antwort dazu. Und Thomas, wir machen einfach ein Wechselspiel weiter. Wir haben hier das Thema Omega-3 beziehungsweise das richtige Verhältnis. Hat das auch einen Einfluss auf das Körpergewicht? Auf jeden Fall. Wir wissen auch von Untersuchungen, dass wenn dein ein Omega-6 zu Omega-3-Säurenverhältnis von kleiner 5 zu 1 sorgt dafür, dass weniger Fett aufgebaut wird, weniger Fett eingelagert wird, dass weniger Fett gespeichert wird, dass mehr Fett als Energielieferant herangezogen wird, dass der Grundumsatz um sich bis zu 10% erhöht. Das heißt also, in dem Moment hat das natürlich auch eine Auswirkung auf das Gewicht. Ganz klar. Prima. Dann vielleicht noch ganz kurz, weil es in deiner Folie war, das Thema Kaltwasserfische. Gilt das auch bei den Forellen?
Ja, es gibt wirklich in der Tat, es gibt Forellen in der Steiermark, die haben Omega-3-Fettsäuren. Das hat aber nur damit zu tun, dass sie so gefüttert werden, dass also im Futter viel Omega-3-Fettsäuren drin sind. Genauso wie Eier auch mit Omega-3-Fettsäuren sind, angepriesen werden. Da wird einfach dem Futter wird einfach Omega-3-Fettsäuren zugeführt. Und das ist dann im Ei nachweisbar und das ist ein guter Werbeslogan. Ansonsten ist in der Forelle ist also keine Omega-3-Fettsäure. Ne? Es geht immer darum, auch ein Lachs in der Industrialisierung, der in einem Gehege, in einem Terrain gezüchtet wird, so ein Stremellachs zum Beispiel, da sind keine Omega-3-Fettsäuren vorhanden, weil der kriegt kein Futter, wo Omega-3-Fettsäuren drin sind. Und in der Natur findet der Lachs halt Futtersorten, wo er sich dann diese Omega-3-Fettsäuren dann aus diesen Futtersorten holt und dann in seinem Stoffwechsel dann zu EPA und DHA umbaut. Und das essen wir dann. Das ist alles. Tim, jetzt gibt es ja aber auch diese Kaltwasserfische, die man dann räuchert. Ne? Hör mal, das geräucherte Makrelenfilet ist hier von der Angelika die Frage oder auch ein Räucherlachs. Wie sieht es da aus? Also erstmal, wenn das Grundprodukt viel Omega-3 enthalten hat, also dementsprechend von der Qualität auch gut war, enthält das geräucherte Produkt auch noch mehr Omega-3-Fettsäuren. Wobei es halt beim Räucherungsprozess natürlich, also der Räucherungsprozess allgemein, da gibt es viele Stoffe, die nicht so ganz positiv für unseren Organismus sind, positiv wirken. Die Omega-3-Fettsäuren sind nach wie vor vorhanden. Thomas, du kannst mich korrigieren, falls es nicht so ist, aber ich meine, weil die Temperatur da zwischen 30 und 60 Grad sich bewegt. Genau, beim Kalträuchern. Noch vorhanden, genau. Und ja. Die Dichte allgemein von den Stoffen im Fisch erhöht sich halt durch den Räucherungsprozess, weil ja auch Wasser verloren, also rausgeht aus dem Fisch. Aber es gibt, wie gesagt, dann halt auch einige Stoffe, die nicht so positiv für den Körper sind beim Räuchern. Genau. Entscheidend ist immer das Grundprodukt, ne? Es kommt auf das Grundprodukt an. Goldrichtig. Genau. Und Produkt ist auch meine Überleitung zu der Frage vom Dirk. Wie ist denn die Meinung zum Thema Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Omega 3 und 6 natürlich? Ja. Das Beste, was du machen kannst, ist natürlich eine natürliche Ernährung, weil du ja nicht nur eine Omega-3-Fettsäure isst, sondern auch die ganzen Produkte, die um die Omega-3-Fettsäure noch rumwachsen. Aber das haben wir leider nicht. Das heißt also, da muss man wirklich überlegen, was macht man da? Ne? Wenn ich es nicht schaffe, mit der natürlichen Ernährung meine Omega-3-Fettsäuren zuzuführen oder mit meiner natürlichen Ernährung höherer Omega-6-Fettsäureanteil zuführt, dann brauche ich auch mehr Omega-3-Fettsäuren. Und da ist eine Supplementierung in dem Moment schon sehr sinnvoll. Und ich supplementiere auch Omega-3-Fettsäuren, weil ich halt weiß um die Gesundheit, um die positiven Effekte. Und ich habe lange herumexperimentiert, welche Produkte ich da zu mir nehmen sollte und habe mir da auch mal angefangen, früher, keine Ahnung, beim DM gekauft, was war im Angebot, ne? Oder beim Aldi oder wenn es da irgendwas gab. Und mittlerweile weiß ich, dass die Qualität extrem entscheidend ist. Und deswegen, ich kriege jeden Monat frisches Fischöl geschickt. Das ist immer eine Monatspackung. Die nehme ich dann zu mir. Das ist ein norwegisches Unternehmen, ein Familienbetrieb, die extrem hohe Qualitätswerte haben. Und diese hohen Qualitätswerte, der Totox-Wert ist kleiner 4:1. Das heißt also, das ist echt schon eine extrem gute Qualität. Das muss jetzt nicht das Produkt sein, das ich jetzt nehme. Es gibt auch andere Produkte im Internet, die genauso gute Qualitäten haben. Also ich weiß es nicht, soll ich da ein paar Namen nennen oder... Also ich wäre auf jeden Fall sehr dafür, Thomas, ja. Weil die Problematik, die ich halt auch sehe, ist, dass die meisten, wenn sie nach Nahrungsergänzungsmitteln suchen, halt dann auch immer auf den Preis gucken. Und es ist ja. Bei Omega-3-Fettsäuren halt extrem so, dass man sagen kann, alles, was dort günstig ist oder billig ist, das ist von der Qualität her schlecht.
Und, oder Schwermetall belastet oder nicht arbeitet und so weiter. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du da bist. Also grundlegend, Thomas, kann man ja auch sagen, wir haben ja keine Produkte bei uns. Wir haben auch keine Verträge mit irgendwelchen Supplementen, Lieferanten oder Ähnliches. Ich auch nicht. Wir erzählen ja nur von den Erfahrungen, die wir selber sammeln. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat mal auf ein Produkt zurückgegriffen, was nicht so teuer war und gleich festgestellt, dass das nicht die Qualität hat wie ein anderes. Also wir lernen ja auch auf Learning by Doing. Deswegen völlig fein. Also das ist ein, Moment, da muss ich es richtig in die Kamera halten. Das ist ein Präparat, das ich jetzt nehme. Das ist also pur Artiköl, EQ, und das ist von der Firma, Moment, das wird aus Norwegen gemacht. Achso, da steht nur der Geschmack. Und die haben auch gleichzeitig diese Tests dazu. Ne? Das heißt also, da habe ich gleichzeitig einen sogenannten Omega-3-Testkit. Da gibt es auch noch ein D3-Testkit und K2-Testkit. Aber es gibt auch eine Firma in Deutschland, die da sehr gut ist. Das ist die Firma Nursan, N-U-R-S-A-N. Auch die bieten diese Tests an und die haben dieses Artiköl. Da gibt es verschiedene, zwei verschiedene Sorten. Das eine ist ein reines Dorschöl, das ist etwas günstiger. Und das Artiköl, ich habe da heute mal geschaut bei Amazon, da kostet die Flasche, das ist für einen Monat, kostet knapp 20 Euro. Also das ist, denke ich mal, ein Preis, den kann man ohne weiteres in seine Gesundheit mal investieren. Dann noch was, bevor ich es vergesse. Genau, für die, die sagen, Fischöl geht bei mir gar nicht in flüssiger Form, da gibt es hier Ultrapur Omega-3-Kapseln. Die haben ein natürliches Vitamin E, sind dreifach destilliert. Das heißt, es gibt keine Schwermetallbelastungen drin. Leider habe ich hier keinen Totox-Wert gefunden von diesem Ultrapur Omega-3-Fettsäuren. Also wie gesagt, ich möchte wirklich keine Werbung machen für Präparate. Ich bin bei diesen zwei Präparaten hängen geblieben. Mittlerweile, also die Dose, da sind noch ein paar drin, die habe ich noch hier stehen. Aber mittlerweile dadurch, dass ich jeden Monat so eine Flasche da kriege, brauche ich da mir keine Gedanken mehr zu machen. Ich habe da ein richtiges Abo gemacht und das wird jeden Monat geschickt. Und somit, wenn ich auch immer daran erinnert, ne, wenn die eine Flasche noch nicht ganz leer ist, da denke ich mir wieder, oh Thomas, hast du ein paar Tage, hast du gepennt. Ne? Und dann ist das also ganz gut. Was wichtig ist, man soll das immer mit der Mahlzeit zu sich nehmen. Das heißt also, weil ja mit der Mahlzeit die ganzen Enzyme ausgeschüttet werden, die dann dafür sorgen, dass das vom Darm auch alles aufgenommen wird. Und deswegen macht es Sinn, mit einer Mahlzeit das Ganze zuzuführen. Thomas, ganz herzlichen Dank auch für die ausführliche Erklärung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man gerade bei dem Thema wirklich aufklärt und ausführlich drüber spricht. Tim, ich würde gerne nochmal mit einer Frage auf dich zurückkommen von Rika. Es geht um das Thema Algenöl. Wie verwendet man das denn jetzt? Ne? Nimmt man das als Salatdressing oder nimmt man das zum Anbraten? Was ist da deine Empfehlung? Also die Problematik ist ja, wir wollen das Öl ja nicht stark erhitzen. Wenn wir das Öl stark erhitzen, dann verlieren wir die Omega-3-Fettsäuren bzw. Viele positive Effekte und Stoffe im Öl. Das bedeutet also, wenn du es als Salatdressing nimmst, ist es optimal, weil ja auch gleichzeitig alle Vitamine, die du mit dem Salat zu dir nimmst und die fettlöslich sind, auch noch besser aufgenommen werden. Und du hast halt das Öl kalt verwendet, also ist perfekt. Bei der Lagerung des Öles solltest du auch darauf achten, dass du es möglichst dunkel lagerst und auch jetzt nicht ewig lange im Schrank stehen hast, sondern wenn du es dann angebrochen hast, dass du es auch relativ schnell dann auch aufbrauchst. Und das sind so die beiden Tipps, die ich auf jeden Fall noch geben würde. Vielleicht noch zur Menge, dass man so ein bisschen eine Relation kriegt. Also das ist jeden Tag, nimmt man davon einen Esslöffel. Beim Algenöl ist es ein Teelöffel. Das heißt also,
Wenn Angelika mit einem Teelöffel Öl im Salat, da wirst du nicht viel merken vom Öl. Das heißt, du wirst da noch Olivenöl dazu machen und wenn du den Salat noch gut würzt, ich habe das Algenöl noch nicht probiert. Deswegen, ich kriege ja das hier geschickt und werde mir aber mal zum Probieren mal so eine Flasche Algenöl auch nehmen. Gibt es auch von Nursan, die haben auch ein Algenöl, ein sehr gutes. Das hat auch einen Wert, glaube ich, von einem Totox-Wert von unter 4, also auch extrem gut. Also das soll auf jeden Fall unter 11 sein, das wäre schon super. Ab 26, wie gesagt, wird es giftig. Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen. Thomas, und konkret, wenn man jetzt gar keinen Fisch isst, wie TNT, wäre dann also die Kapsel die absolute Lösung? Meine Mutter isst kein Fisch. Und weil sie kein Fisch isst und die Omega-3-Fettsäuren für sie sehr wichtig sind, bekommt sie das Ganze von mir in Kapselform. Da muss man dann schauen, es gibt Kapseln, die sind magensaftresistent. Das heißt also, da kommt auch nicht aus Versehen so ein Aufstoßen, dass man dann, oh, was ist denn das hier? Ne? Das bleibt dann schon mal aus. Ansonsten ein Tipp ist, abends, wenn man ins Bett geht, ne, kurz davor nimmt man, bei der letzten Mahlzeit isst man das, da, bis das aufstößt, schläft man schon und da kriegt man es nicht mehr mit. Aber Algenöl, gute Alternative. Tim, nochmal ergänzend zum Thema Löffelweise, ne? Von Rika. Soll man es wirklich löffelweise zu sich nehmen, wie man es sonst macht, mit den anderen Nahrungsergänzungsmitteln? Ja, genau. Also du könntest es so löffelweise zu dir nehmen. Wie gesagt, zu einer Mahlzeit dazu ist ideal. Und Rika hatte auch noch, glaube ich, gefragt, wie es denn aussieht, ob man dann am besten täglich Fisch isst. Das musst du gar nicht. Also das so viel brauchst du da nicht. Also beziehungsweise es kommt ja immer auf deine restliche Ernährung an. Also wenn du jetzt, also du willst ja, dass das Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren gut ist. Und wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, jeden Tag Burger futterst und Pizza und ganz viele Fertigprodukte, dann hast du halt sehr, sehr hohen Pegel an Omega-6. Jetzt brauchst du auch sehr viel mehr Omega-3-Fettsäuren, damit das Verhältnis irgendwie wieder passt. Und wenn du dich aber schon gesund ernährst, wenig Fertigprodukte isst, wenig fertig verarbeitetes Fleisch isst und auf die Qualität achtest, dann brauchst du auch eine kleinere Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, um ein trotzdem gutes Verhältnis zu haben. Also es ist auch in dem Falle sehr, sehr wichtig, da wirklich auf deine gesamte Ernährung zu achten und nicht nur auf das Omega-3. Thomas, du hast vom Totox-Wert gesprochen. Von Günther die Frage, wird er auf der Verpackung ausgewiesen? Ja, ganz selten. Also den Totox-Wert, den wirst du selten finden. Auch ein Peroxidwert, der ist oft ein bisschen niedriger, den wirst du auch nicht finden. Das hat ganz einfach damit zu tun, wird ja keiner Werbung machen mit irgendwelchen Dingen, die nicht besonders gut sind. Wie gesagt, die Produkte, die gut sind, die gute Totox-Werte haben, die werden diese Totox-Werte dann auch dementsprechend zumindest im Internet in ihren Produkten dann aufzeigen. Hier ist der Totox-Wert, soviel ich weiß, auch nicht auf der Flasche, aber er ist auf der Internetseite in den Untersuchungen. Prima, danke dafür. Nochmal ganz kurz, letzte Frage, Thomas, nochmal auch an dich von Günther. Schmeckt das Fischöl nach Fisch? Kann ich es also auch perfekt zum Salat anmachen nehmen? Also ein Esslöffel voll in den Salat reinmachen. Du wirst ja dann noch anderes Öl dazu machen, wahrscheinlich noch ein Olivenöl oder ein Rapsöl. Das wirst du kaum schmecken. Also ich glaube, da schmeckst du nichts. Also wie Oder gesagt, machst du ich, Thunfisch dazu, dann fällt es eh nicht ins genau, Gewicht. da fällt sowieso nicht auf. Also ich trinke das pur und das schmeckt einfach, schmeckt lecker, ne? Also es ist nicht fischig. Es ist eine Lachsscheibe essen, hast du mehr Fischgeschmack selbst beim Sushi als jetzt bei dem Öl. Prima. Tim von der Jessica, es geht um das Thema Krebsschutz, Krebsprävention. Gibt es denn für Menschen, die keinen Fisch essen, gar keine Alternative? Ja, da haben wir ja schon gehört, dass auf jeden Fall Algenöle da gut sind. Auch Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, sind da gut. Ich gehe mal davon aus, dass wenn kein Fisch gegessen wird, dann damit auch kein Fleisch gegessen wird. Dementsprechend hat man natürlich eine eingeschränkte
eingeschränkte Möglichkeit, sich da mit Omega-3-Fettsäuren zu ernähren. Das ist aber möglich. Allerdings, Thomas, ist es auch nachgewiesen, meine ich, in Studien, dass marine Omega-3-Fettsäuren eine bessere Wirkung haben als halt die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, also mehr positive Eigenschaften haben, ja, halt auf jeden Fall. Auf diese ganzen Themen wie Krebs etc. Genau. Also das Leinöl, Chiaöl und diese Öle, die sind da bei weitem nicht zur Effizienz. Die haben kaum signifikante Veränderungen gezeigt, während die marinen Fischöle richtig gute Werte haben, wenn es darum geht, Prostatakrebs zu senken oder auch andere Dinge. Es gibt sogar eine Untersuchung, dass das Prostatakrebsrisiko bei Leinöl, wenn das über 14 Gramm am Tag ist, bei Männern, dass das Prostatarisiko signifikant die Katze hielt. Dass das Prostatarisiko signifikant zunimmt. Das heißt also, hier ist es, ich bin da kein Freund vom Leinöl. Erstens mal ist es mir zu gering in der Umsetzungseffizienz. Zweitens, gut, persönlich, mir schmeckt es auch nicht so besonders. Wenn es da Alternativen gibt, wie gesagt, Algenöl ist da eine sehr gute Alternative. Hat die Rika auch gerade erwähnt. Ich mag Leinöl auch gar nicht. Mir wurde mal früher dann empfohlen, ja, Mensch, isst doch eine Magerquark mit ein bisschen Leinöl rein. Oh, ich fand das so eklig. Also ja. Leinöl ist aber gar nicht meins. Zum Anbraten zum Beispiel würde ich immer also so ein Fett nehmen, was halt erst bei höheren Temperaturen anfängt zu verdampfen. Ja. Genau, und da nehme ich zum Beispiel gerne Kokosöl als Beispiel. Ich meine, Kokosöl geht gut. Was wir hier machen in den Ernährungswebinaren, ist ja klipp und klar verschiedene Themen auseinandernehmen, da quasi aufklären, immer wieder von unseren eigenen Erlebnissen berichten, so wie wir es wahrnehmen. Und wir alle wissen ja, Ernährung ist etwas, wo man sehr, sehr individuell für sich ja auch mal einen Weg finden muss. Und Tim, da sind wir ja auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wer da mal wirklich individuell an der Basis was machen möchte, kann man in der Ernährungscoaching bei uns mal sozusagen in Anspruch nehmen, wo wir wirklich mal von der Pike auf gucken, wie man sich ernährt, führt man mal ein Ernährungstagebuch, weil dann kann man halt sehr, sehr viel genauer nochmal entsprechend da auch individuell für sich arbeiten und noch mehr auf persönliche Fragen eingehen, wie wir es jetzt hier nicht schon machen. Ich habe euch oben meinen Link auch reingepackt für den einen oder anderen, der das mal gerne ausprobieren möchte, der kann sich gerne melden bei uns. Von den Fragen her ging es weiter zum Thema Ich habe noch ganz kurz zum Braten, habe ich noch kurz was. Also ihr könnt euch Folgendes merken, wenn ein Öl viele mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat, ne? Also das ist ein Distelöl, ein Traubenkernöl, ein Kürbiskernöl, Sonnenblumenöl. Diese Ölsorten, wenn die erhitzt werden, dann neigen diese Öle dazu, dass sie oxidieren. Das heißt, wir bauen uns unsere eigene Transfettsäuren. Deswegen sind diese Öle für die heiße Küche, also alles, was über 100 Grad aufwärts ist, sind diese Öle nicht besonders gut geeignet. Da muss man Öle nehmen, die sehr hitzeresistent sind. Es gibt ein Alba-Öl zum Beispiel, das ist sehr hitzeresistent, das wird aus Rapsöl hergestellt, das kann man bis über 200 Grad erwärmen, dann, der Tim hat schon sehr gut gesagt, ich kann also dieses Palmfett da, was du da gesagt hast, Kokosfett, was man da nimmt, nicht Palmfett, sondern Kokosfett, sorry, das kann man da sehr gut nehmen. Wie gesagt, Erdnussöl bekommt man relativ gut zu kaufen, auch in so Asia-Shops, da ist es relativ günstig, auch das ist sehr hitzeresistent, hitzefest. Schmalz ist sehr hitzefest, also das sind die Fette, mit denen man mit der heißen Küche arbeitet, oder man hat eine spezielle Pfanne, wo man keine Öle oder irgendwelche Fette braucht. Du wolltest sagen, das Kokosöl hängt an der Palme. Also ja, da kommt das Palmfett, der Kokosnuss her. Ja. Ich habe deinen Gedankengang schon durchschaut. Wir haben ja erstmal nochmal von meiner Seite großes Lob an die Community hier. Also der Chat explodiert richtig. So macht das richtig Spaß. Und wir haben auch echt noch tolle Fragen offen. Wir sind ja schon sehr, sehr stark auf das Thema Supplemente eingegangen. Hier nochmal von Rika die Frage, ob man nicht konkret welche nennen können. Da haben wir entsprechend auch schon mal jetzt die Empfehlung ausgesprochen.
Von der Hanna kam nochmal eine Anmerkung, dass bei Fisch auch andere Probleme wie Quecksilber dazukommen. Du hattest es auch kurz erwähnt dann über Schwermetalle, die nochmal mit dabei sind. Das ist sehr gut. Die Steffi hatte hier erwähnt, Alternative zu Fischöl ist wirklich das Algenöl. Gibt es das mit natürlicher Zitrone, dann schmeckt es auch. Also gibt da auch schon Empfehlungen, wie man das ein bisschen pimpen kann. Es war konkret die Frage an dich, Thomas von Rika. Nimmst du jeden Morgen zum Frühstück einfach einen Löffel von dem Öl zu dir? Du hattest es dann ja erwähnt, meistens vorm Abend schlafen gehen, ne? Dass das da nochmal mit dazu passt, korrekt? Genau, ich weiß ja nicht, was ich über den ganzen Tag verteilt esse. Das heißt, wenn ich zweimal in der Woche 150 Gramm Kaltwasserfisch esse, Lachs, Makrele, Hering, Beispiel, am Samstag habe ich Sushi gegessen, da war relativ viel Lachs drauf, da brauche ich ja nicht noch zusätzlich Fischöl zu nehmen, dann habe ich ja an dem Tag, habe ich ja schon meine Omega-3-Fettsäure gut gedeckt. Und ansonsten mache ich das immer so, mein Abendessen, da steht die Flasche da und dann hole ich einfach, ich messe das dann nicht mal ab. Ich habe das einfach so klack, klack, klack und fertig. Dann weiß ich, wenn das dreimal kluckt, dann ist das ungefähr ein Esslöffel voll und dann ist es gut. Und wie gesagt, ich messe regelmäßig die Werte und die Werte sind echt top. Sehr gut. Danke, Thomas. Ein Ding wollte ich noch, das darf ich nicht vergessen. Also wir reden ja nur über positive Effekte. Man muss aber auch aufpassen bei Omega-3-Fettsäuren. Das heißt also, das ist nicht für jeden geeignet. Wenn ich jetzt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren machen das Blut dünnflüssiger. Das heißt also, sie verlangsamen die Blutgerinnung. Wenn ich jetzt ein Makuma nehme, also ein Mittel, das die das also als Blutverdünner wirkt und dann auch noch gleichzeitig die Omega-3-Fettsäuren zuführe, dann kann das zu inneren Blutungen führen. Deswegen immer wieder vorher die Leute fragen, nehmt ihr irgendeinen Blutverdünner? Wenn ja, was nehmt ihr für Medikamente? Und wenn, dann mal zum Arzt gehen, abklären lassen, ob das dann geeignet ist oder nicht. Wichtiger Hinweis. Danke, Thomas. Tim, es ging eine, ich sage jetzt mal, Debatte, weil es da auch steht, los um die Nüsse. Geht da ruhig, reicht das, wenn ich abends als Snack Walnüsse esse? Und Rika hat dann nochmal angemerkt, und stehen andere Nüsse außer Walnüsse nicht weiter zur Debatte? Tim, wie sieht's da aus? Der Thomas macht schon. Also zuallererst mal wieder die Verarbeitung. Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ihr euch Erdnüsse pikant gewürzt kauft und dann läuft's und alles ist super. Die Katze übernimmt übrigens jetzt. Ja. Also die Qualität der Nüsse ist auch wieder entscheidend und die Verarbeitung. Unverarbeitete Nüsse sind sehr gut. Die Walnüsse sind halt die beste Variante. Und wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass halt pflanzliche Omega-3-Fettsäuren im Gegensatz zu den tierischen Omega-3-Fettsäuren halt nicht ganz so effizient sind, ja, und nicht ganz so gut wirken. Allerdings ist es auf jeden Fall gut, auch Walnüsse zu essen. Wir haben auch ein gutes Omega-3-Säuren-Verhältnis. Andere Nüsse tun sich da ein bisschen schwer, gerade so die Erdnüsse, die man ja klassischerweise gerne mal futtert, abends vom Fernseher oder sowas, die sind halt gerade nicht gut dafür und meistens sind auch die Nüsse sollte man vermeiden, die sowieso schon mit anderen Ölen in Verbindung gekommen sind, geröstet sind und so weiter. Sonnenblumenkerne sind auch noch okay. Was gibt es noch, was noch Gutes ein gutes Verhältnis hat, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, meine ich, haben auch noch ganz gut Omega-3. Da ist aber hohen Omega-6-Fettsäureanteil mit. Also ja. Nüsse sind einfach ungeschlagen. Und wenn du jetzt hier mal schaust, ich habe ja eine Walnuss und diese Walnuss, die sieht schon aus wie ein Gehirn. Ne? Man sieht also die zwei Hirnhälften und so weiter. Das ist echt interessant zu sehen. Die hat einen hohen Anteil an DHA. Und deswegen, die Form der Nuss, die sieht schon so aus wie ein Gehirn und da ist ein Zusammenhang. Das kann Zufall sein, aber so kann man sich das gut merken. Thema Cashew, weil es gerade aufkam. Haben ganz wenig Omega-3-Fettsäuren, haben zwar nur den höchsten Fettsäurenanteil, aber wie gesagt, wenig Omega-3. Dann würde ich gern ein paar Fragen zusammenbündeln und zwar über den Begriff Distelöl.
Ja, ich gebe euch mal ein paar Sachen mit rein. Täglich Gemüse mit Distelöl anbraten lässt ja den Pegel der Omega-6-Fettsäuren nicht allzu sehr ansteigen. Oder, Achtung, geht noch weiter. Geht dann weiter, Distelöl ist doch sehr hitzeresistent, dachte ich zumindest. Und es geht dann weiter, vor einigen Jahren war ich bei einem Ernährungsseminar dringend empfohlen, Distelöl sofort zu entsorgen, wenn man dies noch verwendet, aufgrund des katastrophalen 0, also Omega-3-zu-6-Verhältnisses. Thomas macht Daumen hoch, ja. Tim nickt auch ganz kräftig. Distelöl an sich ist top, wenn es darum geht, wenn du ein sehr gutes Distelöl hast und du nimmst das zum Ölziehen, das heißt so einen Esslöffel voll in den Mund und dann machst du so ein, zwei Minuten, damit kannst du viele Bakterien im Mund abtöten, kannst Karies entgegenwirken, aber das spuckt man anschließend aus. Und am besten spuckt man das nicht aus ins Abspülwasser. Manchmal wird dir erklärt, so unter der Dusche, dann spuckst du es aus. Wenn du Pech hast, legst du dich dann auf die Schnauze, weil du ausrutscht. Sondern am besten ist es, einfach in Papier reinspucken und dann mit dem Hausmüll entsorgen. Weil ihr müsst bedenken, das sind relativ hohe Giftstoffe in diesem Öl drin, wenn wir das gezogen haben im Mund. Und deswegen soll das eigentlich verbrannt werden. Und der Hausmüll wird ja verbrannt. Deswegen ist die beste Entsorgung, ist dann wie gesagt in Zeberwisch, was weiß ich, irgend so ein Tuch rein und dann ab in Müll. Und als Ergänzung, also das Öl im Distelöl, das ist 80% ungefähr Omega-6 Öl, also Linolsäure viel. Das heißt, das ist an sich schon mal gar nicht das Verhältnis, was ihr irgendwie erreichen wollt mit Omega-6 zu Omega-3. Dementsprechend ist es nicht empfehlenswert. Ja, da gibt es Werte von 148:1, 155:1. Also das scheidet sofort aus. Aber ich kann ihn gut nachvollziehen. Früher war das so, da hieß es, Distelöl ist das beste Öl. Das hat den höchsten Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Da hat man noch nicht auf die Qualität der Fettsäure geschaut. Ne, heute stimmt das nicht mehr. Ich gehe noch ein bisschen weiter auf das Thema Öle, weil da sind noch ein paar Sachen, die wir super miteinander verbinden können. Ich erkläre einfach mal ein bisschen. Der Günther sagt, ich nehme immer Leinöl zum Salat. Rika sagt dann, Leinöl hat mir einen zu dollen Eingeschmack, schmeckt mir nicht. Hat mir damals meinen Kartoffelsalat ruiniert. Tim hat ja auch schon mal kurz ein paar Ergänzungen gemacht, dass ihm das ebenfalls so geht. Rika sagt dann, Kokosöl interessiert mich. Zu welchen Fettsäuren zählt denn das? Und jetzt hinten raus sagte Daniela auch nochmal, hey, Olivenöl sollte man ja nicht zum Anbraten nehmen, habe ich gehört, wird aber sehr oft empfohlen. Und Rika, goldrichtig, würde mir genauso gehen, also mit welchem Öl brate ich denn jetzt am besten an? Und wenn ihr beide einfach im Wechselspiel, Tim, du beginnst, Thomas, auf dieses Thema nochmal direkt eingeht, wäre das richtig klasse. Ja, also erstmal heißt es ja nicht, dass Öle, wenn sie jetzt gesättigtes Fett enthalten, irgendwie schlecht sind oder so per se. Das ist ja nicht so. Also wir brauchen ja gesättigte Fettsäuren, wir brauchen ungesättigte Fettsäuren. Nur ist es so, dass bei den gesättigten Fettsäuren oder bei dem Kokosöl ist es so, dass halt der Punkt, wo das Kokosöl verbrennt, wesentlich höher ist. Also die Temperatur muss wesentlich höher sein. Deswegen eignet es sich sehr, sehr gut zum Anbraten. Wenn ihr jetzt ein bisschen Kokosöl nehmt, ich nehme zum Beispiel dann immer so ein Zefertuch, mache da ein bisschen Kokosöl drauf und wische damit einmal die Pfanne rein. Also das ist dann ja echt nicht viel. Dann habt ihr halt minimal gesättigte Fettsäuren und das ist absolut nichts Schlimmes. Also braucht unser Körper auch und ist eine gute Quelle und man kann super damit anbraten. Und es hat halt, finde ich, keinen starken Eigengeschmack. Und den Eigengeschmack, den es hat, finde ich auch eigentlich recht angenehm. Und ich kann absolut verstehen, ich glaube, es war der Karottensalat mit Leinöl, da schmeckst du nicht mehr viel aus Kartoffel. Kartoffel war's. Kartoffel, ja. Okay. Ich dachte Karotte. Und auf jeden Fall ist das, es ist natürlich gesundheitlich. Sorry, ich war falsch. War in der Tat der Karottensalat. Sorry. Genau. Aus gesundheitlichen Aspekten macht es Sinn, ja, weil ja viele fettlösliche Vitamine dann halt viel besser aufgenommen werden. Aber vom Geschmack her würde ich es auch nicht machen. Ich habe für mich aufgenommen, weil das Thema Öle hier
jetzt ja nochmal sehr, 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 sehr brisant aufgekommen ist. Und ich habe gerade mal über unser Line-Up geguckt und ich glaube, wir könnten das Thema mal aufgreifen und gesondert nochmal richtig auseinandernehmen. Interessiert mich jetzt hier auch, weil ich sehe, die Fragen zum Thema Öl, die kommen hier wirklich jetzt dann auch mit rein. Denn jeder fragt, was ist besser, Leinsamenöl oder Leindotteröl? Steffi nochmal, ey, was ist denn eigentlich mit Avocadoöl? Dann die Angelika, ich nehme Maiskeimöl, wenn ich einmal in der Woche anbrate, denke, das ist in Ordnung. Oder Thomas? Ja, da könnte man wirklich mal einen ganzen Abend drüber machen, weil es geht ja nicht nur um das Öl, sondern es geht darum, wie wurde das Öl hergestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kaltgepresstes natives Olivenöl nehme, oder ein kaltgepresstes natives Rapsöl. Das heißt, die Temperatur, die darf nicht über 40 Grad sein. Durch das Pressen entsteht ja auch eine Wärme. Und wenn man das dann auch noch erhitzt zusätzlich, dann ist der Ölertrag viel größer. Dabei gehen natürlich viele von diesen wertvollen mehrfach ungesättigten Fettsäuren kaputt dann. Das heißt also, ein natives Öl, das nehme ich für die kalte Küche. Ein raffiniertes Öl, das nehme ich für die heiße Küche. Das heißt also, ein raffiniertes Rapsöl, wie das Albaöl zum Beispiel, das kann ich bis 200 Grad locker erwärmen, über 200 Grad. Ein Sonnenblumenöl, ein raffiniertes Sonnenblumenöl ist viel hitzebeständiger, als wenn ich jetzt ein kaltgepresstes nehmen würde. Das heißt also, die Art, wie das hergestellt wird, spielt da eine große Rolle. Und da könnte man wirklich mal, können wir uns mal so aufschreiben, mal so einen ganzen Abend nur über diese Öle machen für die kalte, die warme Küche und nochmal auf die einzelnen Stoffe eingehen. Habe ich in der Tat direkt notiert, in unser Line-Up mal aufgenommen. Denn wer schon mal auf der Webpage war, wo man sich auch registrieren kann, der sieht ja unter Themenübersicht die beiden Themen, sowohl für montags und mittwochs, und kann da schon mal durchscrollen und sieht, hey, wir haben das Line-Up ja schon mal ordentlich gefüllt. Ich habe es mit aufgenommen, werden wir auf jeden Fall im Laufe der Webinarserie behandeln. Denn wir haben ja auch ganz klar gesagt, auch über den Lockdown hinaus wird es das Angebot immer entsprechend mit dazugeben, weil wir es für sehr sinnvoll erachten, eben unseren Mitgliedern da einfach Hilfestellungen zu geben für den Alltag. Wenn ich so drüber schaue, sind wir da auch wirklich tippitoppi durchgekommen. Ich war schon wieder erschrocken wie jedes Mal, dass wir schon wieder über eine Stunde sind. Ja. Hängt aber damit zusammen, dass ihr wirklich so spitze seid und interaktiv mit uns das mitmacht, weil dann geht das eigentlich immer so schwubbidi-wups und man weiß eigentlich gar nicht, wann man da angefangen hat, und kann von meiner Seite nur einen riesen Dank aussprechen, dass ihr da so zahlreich erschienen seid und auch mitgemacht habt, und vor allen Dingen euch beiden, Tim und Thomas, wie gewohnt für die kompetente, schnelle und vor allen Dingen sehr, sehr fachkundige Auskunft. Selber wieder was gelernt, man lernt nie aus, man nimmt immer noch meine Auffrischung persönlich mit. Da freue ich mich sehr und kann nur allen anderen sagen, seid auch bei den nächsten Webinaren wieder mit dabei. Ich gebe euch mal noch das Line-Up mit, was wir in den nächsten drei Webinaren dann auch mit dazu haben. Und zwar geht es weiter ja diese Woche. Und diese Woche ist der 3.3. Da geht es los. Krafttraining für die Stimme. Unterm Stichwort auditive Verbesserung. Und da haben wir die Anna-Maria Kaufmann, vielleicht ist es im einen oder anderen Begriff für eine bekannte Opernsängerin, mit dabei, die sehr, sehr viel in dem Bereich machen muss. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Am 8.3. treffen wir uns in der Runde hier wieder mit dem Tim, dem Thomas und mir zum Thema Glutenunverträglichkeit. Also auch was wir da gerne auseinandernehmen. Und dann am 10.3., wir hatten ja schon mal das Webinar zum Thema Darm Reset mit dem Daniel Reheis, dem Mitgründer von Artgerecht, also einer Firma, mit der wir nicht in Anführungsstrichen stark kooperieren, aber gerne zusammenarbeiten, weil die Produkte auch sehr, sehr gut sind. Übrigens auch dort die Fischölkapseln etc. Da werden wir über das Thema Werde wieder Mensch, das Buch sozusagen, sprechen, was der Daniel geschrieben hat. Auch das ist sicherlich mit einem spannenden Ansatz versehen. Und ich wünsche euch jetzt einen ganz, 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 ganz schönen Feierabend.
startet gut in die Woche rein, macht euch was Leckeres zu essen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wenn ihr was bratet, was ihr zum Braten nehmen solltet. Und wenn ihr es nicht da habt, dann am besten sein. Der Thomas hat auch Hunger und verspeist schon die zwei Gehirnhälften, die wir wieder gelernt haben. In diesem Sinne, mein Magen knurrt jetzt auch, wie eigentlich immer, nach dem Ernährungswebinar. Da freue ich mich drauf. Tim, danke. Thomas, danke. Liebe Mitglieder-Community, danke. Und ich freue mich auf nächsten Montag in der Runde wieder. Macht's gut und ciao. Tschüss.